Es ist der 1. September 1939. Nazi-Deutschland marschiert in Polen ein und der Wehrmacht folgen Einsatztruppen, mobile Todeseinheiten, die in Polen Zivilisten ermorden, vor allem die polnische Intelligenz, Lehrer, Priester, Ärzte und andere bekannte Mitglieder der polnischen Gesellschaft. Nach dem Einmarsch in die Sowjetunion im Juni 1941 arbeiten diese paramilitärischen Todeseinheiten mit Teilen der deutschen Armee und lokalen Kollaborateuren und organisieren Massenerschießungen, vor allem von Juden, Roma, Sowjetoffiziellen und Menschen mit Behinderung. Von 1941 bis 1945 operieren die Einsatzgruppen hinter der Front in dem von Nazis besetzten Osteuropa und ermorden ungefähr 2 Millionen unschuldige Männer, Frauen und Kinder. Ein Drittel der gesamten Opfer des Holocaust. Einer der Hauptverantwortlichen für diese Gräueltaten ist Paul Blobel. Paul Blobel wurde am 13. August 1894 in Potsdam geboren, im damaligen Deutschen Reich. Er machte eine Lehre als Maurer und Zimmermann, bevor er zwischen 1912 und 1913 Architektur studierte. Vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs am 28. Juli 1914 arbeitete er als Zimmermann. Während des Krieges arbeitete er als Ingenieur an der Front, erlangte den Rang eines Vizefeldwebels und erhielt das Eiserne Kreuz erster Klasse. Der Krieg endet am 11. November 1918 mit dem Waffenstillstandsabkommen im Wald von Compiègne in Frankreich. Nach dem Krieg studierte Blobel Architektur, heiratete 1921 und bekam 2 Söhne. 1924 machte er sein eigenes Architekturbüro auf. Am 24. Oktober 1929 brach die Börse in New York zusammen und löste eine Weltwirtschaftskrise aus. Durch die schlechten wirtschaftlichen Bedingungen in Deutschland bekam Blobel keine Aufträge mehr und war während der nächsten 4 Jahre als arbeitslos registriert. Die Weltwirtschaftskrise spielte auch eine Rolle beim Aufstieg Adolf Hitlers, dem Führer der Nazi-Partei, in die Blobel am 1. Dezember 1931 eintrat. Im Januar 1932 trat er auch in die SS ein. Auch wenn die Weltwirtschaftskrise und ihre Auswirkungen in Deutschland nicht allein dafür verantwortlich sind, Hitler an die Macht zu helfen, schafften sie einen Kontext, in dem er viel Unterstützung gewann und am 30. Januar 1933 vom deutschen Präsidenten zum Kanzler gemacht wurde. Von 1933 bis zum Frühling 1935 arbeitete Blobel als einfacher Verwaltungsangestellter in der Stadt Solingen, wo er auch lebte. Im Juni 1935 trat er dem SS-Sicherheitsdienst SD bei, dem Geheimdienst der NSDAP, der als Art Schwesterorganisation der Gestapo galt, der offiziellen Geheimpolizei Nazi-Deutschlands. Über die Nazi-Zeit übernahm der SD eine wachsende Rolle in den antisemitischen Maßnahmen der Nazis. Blobel machte schnell Karriere im SD und wurde zum Sektionsführer in Düsseldorf. In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 organisierten die Naziführer eine Reihe koordinierter Unruhen und Pogrome gegen die Juden in Nazi-Deutschland und den kürzlich eingegliederten Gebieten. Die SA und deutsche Zivilisten plünderten nicht nur jüdische Wohnungen, Läden, Synagogen, Krankenhäuser und Schulen. Die SS und die Polizei schickten auch fast 30.000 jüdische Männer in Konzentrationslager, vor allem nach Dachau. Diese Ereignisse wurden als Kristallnacht bekannt, wegen der Splitter, die die Straßen nach der Zerstörung und Vandalisierung jüdischer Geschäfte, Häuser und Synagogen säumten. Während der Pogrome koordinierte Blobel die Beschlagnahmung von Material aus geplünderten Synagogen in Solingen, Wuppertal und Remscheid. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit dem Einmarsch Nazi-Deutschlands in Polen. Am 27. des gleichen Monats etablierte Heinrich Himmler das Reichssicherheitshauptamt RSHA, das die Beziehung zwischen den Geheimdiensten, dem SD und der Sicherheitspolizei formalisierte, die aus Gestapo und der Kripo bestand. Diese neue Agentur wurde von Himmlers rechter Hand, Reinhard Heydrich, geleitet und war eine ideologisch radikale und brutale Institution, die für die Koordination und Durchführung wesentlicher Aspekte des Holocaust zuständig war. Am Sonntag, dem 22. Juni 1941, begann die Operation Barbarossa, der deutsche Einmarsch in die Sowjetunion. 4 Einsatzgruppen mit 3000 Mann wurden an die Ostfront geschickt und Blobel wurde zum Kommandeur des Sonderkommandos 4A, welches zur Einsatzgruppe C unter der Kontrolle Otto Raschs gehörte. Die Einsatzgruppe C gehörte zur Heeresgruppe Süd in Kiew. Ihr Ziel war es, Juden, Sinti und Roma sowie sowjetische Politkommissare zu ermorden.
Ende des Sommers 1941 versammelte Himmler die Kommandeure des Einsatzkommandos und wiederholte den Befehl, alle Juden, Roma und Sowjetkommissare zu töten und erklärte, dass weder die Kommandeure noch die Truppen jegliche persönliche Verantwortung für die Ausführung dieser Befehle trüge. Die Verantwortung läge einzig bei ihm und dem Führer. Auch Frauen und Kinder sollten erschossen werden, um niemanden zu hinterlassen, der sich rächen wollen könnte. Am 10. und 11. August 1941 befahl Friedrich Jeckeln, höherer SS- und Polizeikommandeur im südlichen Russland, Blobel im Namen Adolf Hitlers, die gesamte jüdische Bevölkerung Biela Zwergas in der sowjetischen Ukraine zu exterminieren. Am 22. August 1941, mit dem Einverständnis des Feldmarschalls Walter von Rathenau, einem bekannten Nazi und Kommandeur der Heeresgruppe Süd, ermordeten Blobels Sonderkommando 4a der Einsatzgruppe C sowie ukrainische Hilfspolizisten zwischen 4.000 und 5.000 Juden. Geistliche der Wehrmacht versuchten, den Mord an 90 jüdischen Kindern zu verhindern, die in einem verlassenen Gebäude ausharrten, aber sie wurden einige Tage später getrennt hingerichtet. Viele Kinder wurden 4- oder 5-mal getroffen, bevor sie starben. Das herzzerreißende Klagen der sterbenden Kinder war unbeschreibbar. Am 19. September 1941 marschierten deutsche Kräfte in Kiew ein, der Hauptstadt der Ukraine. Zusammen mit einem großen Teil der von Deutschland besetzten Ukraine wurde die Stadt in das Reichskommissariat Ukraine eingegliedert, das am 1. September mit Erich Koch als Verwalter gegründet worden war. Vor dem deutschen Einmarsch lebten etwa 160.000 Juden in Kiew, ungefähr 20% der gesamten Stadtbevölkerung. Nach dem Beginn der Operation Barbarossa im Juni 1941 flohen etwa 100.000 Juden aus der Stadt oder waren zu diesem Zeitpunkt bereits im Dienst der Sowjetarmee. Als die Deutschen Kiew besetzten, gab es noch ca. 60.000 Juden, die in der Stadt verblieben. Die meisten waren Frauen, Kinder, Alte, Kranke oder aus anderen Gründen nicht in der Lage oder unwillig, vorher zu fliehen. Während der ersten Woche der deutschen Besatzung in Kiew gab es 2 große Explosionen. Diese Explosionen zerstörten nicht nur das deutsche Hauptquartier und Gebiete um die Hauptstraße der Innenstadt, sondern töteten auch viele deutsche Soldaten und Offiziere. Obwohl die Explosionen das Ergebnis von sich zurückziehenden Sowjetsoldaten gelegten Minen war, benutzten die Deutschen diese Sabotage als Vorwand, um die verbleibenden Juden Kiews zu ermorden. Am 29. und 30. September ermordeten SS-Einheiten, deutsche Polizeieinheiten und ihre Gehilfen unter der Leitung der Einsatzgruppe C eine signifikante Zahl der verbleibenden jüdischen Bevölkerung Kiews. Dieses Massaker, das einer der vielen von Nazi-Deutschland ab 1941 ausgeführten Massenerschießungen war, fand an der Schlucht Babi Yar statt, die damals gleich außerhalb der Stadt war. Am Ende des Tages wurden die Leichen mit einer dünnen Schicht Erde bedeckt. Am 28. September wurden die Juden aufgefordert, sich am nächsten Morgen zur Umsiedlung zu versammeln. Obwohl zunächst nur eine Teilnahme von 5.000 bis 6.000 Juden erwartet wurde, kamen mehr als 30.000 Juden, die bis zum Moment ihrer Hinrichtung dank einer sehr ausgeklügelten Organisation noch glaubten, umgesiedelt zu werden. Sie wurden bis zur Schlucht gebracht, wo sie all ihre Wertsachen aufgeben mussten. Dann wurden sie dazu gebracht, sich auszuziehen und in Zehnergruppen an den Rand der Schlucht zu treten. Als sie den Rand erreichten, wurden sie von Blobels Sonderkommando 4a erschossen. Deutsche und ukrainische Polizei nahmen ebenfalls an den Morden teil. Nach Berichten, die die Einsatzgruppen nach Berlin schickten, wurden in 2 Tagen 33.771 Juden massakriert, einer der größten Massenerschießungen an einem einzigen Ort im Zweiten Weltkrieg. Mindestens 29 Überlebende sind bekannt. Eine von ihnen ist Dina Bronicheva, die zu denen gehörte, der befohlen wurde, an den Rand der Schlucht zu gehen, sich auszuziehen und erschossen zu werden. In einer ihrer schriftlichen Nachkriegsaussagen beschrieb Bronicheva, was sie in Babi Yar gesehen hatte. Jedes Mal, wenn ich eine neue Gruppe Frauen, alter Leute und Kinder sah, die sich ausziehen musste, wurden alle zu einer offenen Grube gebracht, wo sie mit Maschinenpistolen erschossen wurden. Dann war eine andere Gruppe dran. Mit meinen eigenen Augen sah ich diesen Horror. Obwohl ich nicht nah an der Grube stand, erreichten mich die schrecklichen panischen Schreie der Menschen und die leisen Kinderstimmen, die Mutter, Mutter riefen. Bronicheva überlebte, indem sie in die Grube sprang, bevor die Kugeln sie trafen und sich auf einem Leichenhaufen totstellte. Die Morde in Babi Yar gingen weiter. Über die nächsten Monate wurden tausende weitere dort ermordet, darunter Juden, Sinti und Roma und sowjetische Kriegsgefangene.
Die, die sich zu verstecken versuchten, wurden den Deutschen von den Ukrainern ausgeliefert. Insgesamt wurden etwa 100.000 Menschen, Juden und Nichtjuden, in Babi Yar umgebracht. Bis zum Januar 1942 hatte Blobels Sonderkommando 4a ungefähr 60.000 Menschen ermordet, darunter mehr als 30.000 Juden, die über zwei Tage in Babi Yar massakriert wurden. Im Januar 1942, offiziell aus nicht spezifizierten Gesundheitsproblemen, die seinen Alkoholismus verdeckten, wurde Paul Blobel vom Posten als Chef des Sonderkommandos 4a entbunden und nach Berlin versetzt. Ab Juni 1942 erhielt er die geheime Aufgabe, Beweise für die Massenmorde der Nazis in den von Deutschland besetzten Gebieten im Osten zu finden und zu zerstören. Der Befehl wurde nur mündlich erteilt, da jegliche schriftliche Korrespondenz verboten worden war. Blobel reiste in die besetzten Ostgebiete unter dem offiziellen Deckmantel, dass er Vertreter des Gestapo-Chefs Heinrich Müller sei. Die streng geheime Nazi-Operation hieß Sonderaktion 1005. Und Sonderkommandos aus jüdischen und sowjetischen Gefangenen wurden gezwungen, die Leichen von Juden und anderen Opfern, die während des Kriegs erschossen oder ermordet worden waren, auszugraben und zu verbrennen. Häufig arbeiteten die Gefangenen des Sonderkommandos in Ketten, um sie an der Flucht zu hindern. Die Sonderaktion 1005 begann offiziell im Todeslager Sobibor und lief bis 1944. Das Projekt wurde auch in anderen Lagern durchgeführt, darunter die Lager der Aktion Reinhardt, Belzec und Treblinka sowie in Chelmno. In Auschwitz gab es vor Ort Krematorien, sodass vor Ort die Dienste des Sonderkommandos 1005 nicht benötigt wurden. Die Aktion kehrte auch auf einen Ort früherer Massenerschießungen der Einsatzgruppen zurück, darunter die großen Massaker wie Babi Yar. Im Juli 1943, während die Rote Armee sich Kiew näherte, begannen die Deutschen eine Verschleierungsoperation, um zu verstecken, was in Babi Yar passiert war. Blobel beaufsichtigte die Aktion. Dafür wurden Gefangene des nahegelegenen Konzentrationslagers Siretz benutzt. Das Siretz-Lager war im Mai 1942 errichtet worden, zur Internierung sowjetischer Kriegsgefangener, Partisanen sowie Juden, die die Massenvernichtungen des späten September 1941 überlebt hatten. Um die Massenerschießungen in Babi Yar zu vertuschen, befahlen die Deutschen 321 Gefangenen aus Siretz, die Massengräber auszugraben und die Reste der Opfer zu verbrennen. Die Leichen wurden exhumiert, verbrannt und die Asche über Ackerland in der Nähe verstreut. Blobel entwickelte effiziente Entsorgungstechniken, wie abwechselnd Leichen und Feuerholz auf einem Rahmen aus eisernen Schienen zu schichten. 18 Gefangene, die flüchten konnten, bezeugten diese Verbrechen im November 1943 vor Sowjetbehörden. Nach dem Krieg musste Blobel sich schließlich der Justiz stellen und für seine Verbrechen bezahlen. Während des Einsatzgruppenprozesses, der am 29. September 1947 begann, war Blobel einer der wichtigsten Angeklagten. Er wurde der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation angeklagt. Genauer wurde er angeklagt, dass mehr als 60.000 Menschen unter seiner Verantwortung zwischen 1941 und Januar 1942 ermordet wurden. Zu seiner Verteidigung argumentierte Blobel, dass die Zahl übertrieben sei und dass das Sonderkommando 4a unter seiner Leitung nicht 60.000, sondern maximal 10.000 bis 15.000 Menschen erschossen habe. Zusätzlich behauptete Blobel, dass all seine Erschießungen in Übereinstimmung mit den internationalen Gesetzen stattfanden. Er sagte aus, die Hinrichtungen von Agenten, Partisanen, Saboteuren, von der Spionage und Sabotage verdächtigen Elementen und solcher Personen, die das deutsche Heer schädigte, waren meiner Meinung nach komplett von der Haager Konvention gedeckt. Als er gefragt wurde, ob er glaubte, dass die Ermordung von 1160 Juden als Vergeltung für den Tod von 10 deutschen Soldaten gerechtfertigt sei, antwortete er, 116 Juden für einen Deutschen? Ich weiß nicht. Ich bin kein Militarist, wissen Sie? Ich kann das nur von den eigenen menschlichen Ideen her bewerten. Wenn sie Feinde sind und ebenbürtige Feinde, müsste man die Frage diskutieren, ob 1 zu 116 ein gerechtfertigtes Vergeltungsverhältnis ist. Am 10. April 1948 befand das Tribunal Paul Blobel für schuldig aller drei Anklagepunkte und verurteilten ihn zum Tod durch den Strick. Blobel war 56 Jahre alt, als er am 7. Juni 1951 hingerichtet wurde. Seine letzten Worte waren: Was auch immer ich getan habe, ich habe als Soldat Befehlen gehorcht. Ich habe kein Verbrechen begangen. Ich werde von Gott und der Geschichte rehabilitiert werden. Möge Gott denen vergeben, die mich hinrichten.
Ich sterbe im Glauben an mein Volk. Möge das deutsche Volk sich seiner Feinde bewusst sein. Es wurden keine Tränen für Paul Blobel vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.